Wir haben nun das untere Weinsberger Tal erreicht. Der Ortsname Grantschen wurde ursprünglich Grantzenheim, später Grantzheim geschrieben und deutet darauf hin, dass der Ort der ältesten germanischen Siedlungswelle im Sulmtal zuzurechnen ist. Grantschen wurde 1037 erstmals im Öhringer Stiftungsbrief urkundlich erwähnt und gehörte später den Herren von Weinsberg. Lamas und Alpakas, die zu den ältesten Nutztieren der Menschheit zählen, werden bei uns in Deutschland immer beliebter. In Deutschland sind Lamas und Alpakas seit 1996 als landwirtschaftliche Nutztiere anerkannt. Auch in Grantschen züchtet man nun Lamas. Grantschen ist ein traditionsreicher Weinbauort. Die 1947 gegründete Weingärtnergenossenschaft Grantschen ist vor allem überregional für ihre Weine bekannt. Wimmental wurde 1254 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Es gehörte den Herren von Weinsberg. 1487 wurde es an das Kloster Schöntal verkauft. Als Besitz des Klosters Schöntal nahm Wimmental zwar an der Reformation teil, wurde 1628 aber rekatholisiert. In der Folge wohnen auch heute noch, anders als in der Kernstadt Weinsberg und den anderen Teilorten Weinsbergs, überwiegend Katholiken in Wimmental. Nach Aufhebung der Abtei Schöntal 1802 kam Wimmental vollständig in württembergischen Besitz. Der Blick fällt hinunter ins Eberbachtal, das als Seitental offiziell zum Weinsberger Tal gezählt wird. Das Wappentier von Eberstadt ist natürlich der Eber, dem man auf dem neu gestalteten Dorfplatz einen Brunnen gewidmet hat. Seine erste urkundliche Erwähnung kann Eberstadt im Jahr 1247 verzeichnen. In einer Urkunde von Papst Innozenz IV. Wird Eberstadt als Besitztum des Chorfrauenstifts Oberstenfeld unter besonderen päpstlichen Schutz gestellt. Die Ulrichskirche geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Der früher um die Kirche herum gelegene Kirchhof wurde bereits kurz nach der Vollendung der Kirche vor das Dorf verlagert. In den letzten Jahren hat sich auch Eberstadt fein herausgeputzt, zahlreiche Straßenzüge und Häuser restauriert. Das Eberbachtal und Eberstadt hat nicht nur Verbindung zur schwäbischen Toskana, sondern seit Jahren auch durch eine europäische Partnerschaft mit dem italienischen Weinort Montescutaio in der Toskana. Der Wein als gemeinsames Interesse hat die beiden Gemeinden zusammengeführt. Der Weinbau mit gewaltigen Weinbergen prägt besonders auch die Eberstädter Teilorte um Lenach-Buchern. Hier, am Übergang zum Kochertal, scheint die Welt zu enden. Der Weinsberger Stadtteil Gelmersbach ist für seine Dorfverschönerungen ausgezeichnet worden.
Blumen, soweit das Auge reicht. Karl Friedrich Hartmann Meyer, Frühlingsregister. Knabengraut, gefleckt und hell, Fleisch und Schmalz, Blumen, Küchenschell, Erdrauch, ach wie zart und fein, Steinbrech und Waldmeisterlein, Löwenmaul, gelb, rot und weiß, Katzenäuglein, Ehrenpreis, Himmelschlüssel, Guggi, Gauch. Ach, der Frühling hat im Brauch einen ganzen Namen Plunder für der Schönheit holde Wunder. In der Oberamtsbeschreibung von 1861 ist unter anderem zu lesen: In der etwas sumpfigen Mitte des Dorfes liegt das uralte kleine Kirchlein. Merkwürdig ist eine starke eiserne Kette, welche das Kirchlein umrundet. Über ihren zuverlässig weit über das Reformationszeitalter hinausreichenden Ursprung sind im Munde des Volkes nur Sagen vorhanden. Die wahrscheinlichste ist diejenige, welche diese Kette mit dem Schutzpatronen, dem heiligen Leonardus, in Verbindung bringt. Dieser Leonhard von Limoges war der Schutzheilige der Gefangenen und wurde oft mit umgehängter Kette abgebildet. Eine andere Sage verbindet auch noch eine unter der Kirche befindliche Quelle, welche besondere Heilkraft für Pferde gehabt haben soll. Jedes der geheilten Pferde habe ein Hufeisen zurücklassen müssen, woraus die Kette geschmiedet wurde. Soweit der Chronist. Wenn in Gelmersbach Straßenfest ist, strömen die Leute aus nah und fern. Mit ein Grund sind leckere Zwiebelkuchen, Zwetschgen und Kartoffelkuchen, die an diesem Tag zu Tausenden verzehrt werden. Im Backhaus, dem wichtigsten Ort des Festes, hat der Landfrauenverein alle Hände voll zu tun, damit immer für Nachschub der köstlichen Mürbeteigkuchen gesorgt werden kann. Blech um Blech wandert nun ins Gemäuer, um bei ordentlicher Hitze, erzeugt durch abgeschnittene Reben, seinen unvergleichlichen Kuchengeschmack zu erlangen. Oh, das ist schon alles? Und draußen stehen die Gäste Schlange, aber für ein Stück Gelmersbacher Backhauskuchen wartet man gerne. Die Umgebung von Gelmersbach ist nicht nur geprägt von Weinbergen. Baumwiesen und weitläufige Obstanlagen lockern die Landschaft angenehm auf. Und etliche Selbstvermarkter, landwirtschaftliche Betriebe und Hofläden feiern ihre privaten Hoffeste, die wegen des kulinarischen Angebotes nicht weniger beliebt sind als das Straßenfest. Auch die modischen Trends werden gezeigt. Was trägt der Original Weinsberg-Täler heuer?